Hey, hey, hallo Loix und willkommen zum Deventskalender, wollte ich sagen, nein, zum Adventskalender. Am Sattdeck 12. Gestern kam kein Video. Ja. Richtig. Also machen wir weiter. Nein, es gibt natürlich eine Erklärung dafür. Und zwar habe ich ja gesagt, Donnerstag und Freitag kann das mal ein bisschen später werden. Und gestern war ich halt, ich glaube, 9:30 oder irgendwann so zwischen. Wann war ich denn eigentlich zu Hause? Habe ich schon wieder vergessen. Achtung. Hüpf. 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 Der Hüpf. Der Hüpf. So, gestern war ich jedenfalls erst irgendwann abends zu Hause. Und dann musste ich mich eine Menge beschäftigen mit Mathe. Ich muss dann nämlich den nächsten 90-Minuten-Vortrag halten zu einem Thema, was ich komplett selbst ausarbeiten muss. Also mir selbst beibringen muss sozusagen. Und ich bin eine Niete in Mathe. Ich stehe zwar, ich glaube, 12 oder 13 Punkte. Das ist also entweder 2 plus oder 1 minus in der 12. Grade. Aber ich check's trotzdem nicht. Ich weiß selbst nicht, wie ich das hinbekommen habe. Aber ich bin kein Schummler. Bin ich nicht, war ich nie, werde ich nie sein. Zumindest nicht in der Schule. Da musste ich mich gestern mit beschäftigen. Eine Weile. Und habe dann noch insgesamt, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden einfach mit meinem Vater gelabert. Und dann war es irgendwie plötzlich 10:30. Und dann dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt noch was aufnehme, das schneide und hochlade, ist es nicht vor 0 Uhr da. Und dann dachte ich mir, okay, dann bringt es eh nichts. Dann mache ich gleich am nächsten Tag, also heute, wieder 2 zusammen. Und das machen wir jetzt so. Nicht darauf. Na, ne. Danke. 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 Okay, liebe Leute. Es geht weiter. Wir beginnen mit diesem Kalender. Mit der 11. Die 11 ist hier unten. Genau dort. Und heute, liebe Leute. Jetzt wird's krass. Okay. Ich krieg's nicht mehr zusammen, das wette ich. Nicht hingucken. Wir haben heute keine Maus in einem Geschenkkarton. Auf einem Schaukelpferd, in einem Herz, die sich umarmt. Mit einem Notenschlüssel. Mit einer Bohrmaschine. Mist, ich hatte es gerade im Kopf. Bohrmaschine. Mit einem Käseherz. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch 2. Mit einer Katze auf dem Sessel? Mit einem Kaffee? Nichts. Ich glaube, das war so. Ich überprüfe gleich nochmal. Nein, wir haben heute eine Maus, die durch ein Schlüsselloch guckt. Liebe Leute, es wird immer besser zu merken. So, was war in der 9? Ja, mit dem Kaffee. Das heißt, eine 8 war möglich. Die Katze auf dem Sessel. Alter, ich glaube, ich habe es gerade geschafft. Es kann sein, dass ich einen Fehler drin hatte. Keine Ahnung. Wir essen jetzt erstmal die mit dem Schlüsselloch. Außerdem haben wir heute noch offen die 12, die ist hier. Mit. Ach nee, Alter. Jetzt kriege ich es wirklich nicht mehr hin. Mit einer guten alten Akrobatikmaus. Die man. Die macht Sport, liebe Leute. Da müssten sich einige von euch mal ein Beispiel dran nehmen. Ich nicht, denn ich mache Sport. Und auch wenn man es mir nicht ansieht. Dafür esse ich Schokolade. So, der steht an. 11 und 12. Habe ich hier die 10 überhaupt noch? Ja, doch, habe ich. Ah. Okay, heute sind 2 dünne Dinge, weil das hier ist die 11. Und hier klemmt die 12. Ich habe Angst, dass es irgendwelche Gutscheine sind. Also Gutscheine nicht im Sinne von 25 Euro H&M-Gutschein. Sondern im Sinne von eine Fußmassage
Gutschein. Von mir, deiner Freundin. Und gerade deshalb werde ich mir die jetzt, wenn ich sie hier so auspacke, erstmal selbst angucken und dann entscheiden, ob ich sie zeige oder nicht. Und ich habe auch gerade beim Auspacken Angst, dass ich das etwas zerreiße, weil sie sehr dünn und biegsam und so. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch, das so zu biegen. So, die Verpackung ist leer. Ihr seht ja nochmal eine schöne Elf. Mit dem Herz, Sterni, Herzis und Sterni. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Jetzt müssen wir das hier nur noch irgendwie aufkriegen. Das hast du echt nicht gut verpackt hier. Das kriegt man nicht auf, ohne das kaputt zu machen. Mensch. Es ist eine Zeichnung. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen sollte oder nicht. Das war bestimmt eher ob Edo so ein Lückenfüller, weil sie kein Geld mehr hatte. Nein, natürlich nicht, aber... Ach komm, ich zeig's einfach und kommentiere es nicht weiter. So, und die Nummer 12 ist wieder so etwas Dünnes. Allerdings nicht ganz so dünn. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier was kaputt mache. So. Das könnte jetzt aber wirklich sowas meinen, was ich... sein, was ich vorhin meinte. Also so ein Gutschein für einmal das und das. Oh nein, die 12. Ich zeig sie lieber nochmal, weil sie gleich abgerissen wird. 12. 12! 12. Gut. Wie macht man denn sowas auf hier? Also am besten mache ich erstmal diesen ganzen Ziehkram hier ab. Ah. Es ist aber auch kompliziert gemacht hier. Das übersteigt meine motorischen Fähigkeiten. So. Und jetzt, hier oben. Nicht. Dann hier. Mann, das kriegt man nicht auf. Was hast du dir denn dabei gedacht? Was ist denn das? Liebe Leute, aufgrund dessen, dass hier auf diesem Etwas Hinweise auf meinen Wohnort gegeben sind, bin ich nicht in der Lage, das zu zeigen. Aber ich kann so viel sagen, es ist ein Lotterielos, wo man was abziehen muss. Und ich werde das jetzt mal abziehen. Ich hab gerade 1 Euro gewonnen. Also Spitzengewinn ist hier natürlich ein Auto oder 15.000 Euro. Ich hab 1 Euro. Gewonnen. Danke. Okay, liebe Leute, das war's dann erstmal mit dem Sattdeck 12, richtig? Sattdeck 12, ja. Hier könnt ihr nochmal gucken. So. Hallo. Meiner. Ja, und aufgrund gewisser heutiger Ereignisse, die ich jetzt nicht ansprechen möchte, sehr unerfreuliche Ereignisse in der nächsten Nähe. Bin ich heute sehr unmotiviert. Ich habe versucht, das hier jetzt ein bisschen zu überspielen, aber... Und abgesehen davon fahre ich gleich ins Theater. Deshalb leider auch heute wieder kein weiterer Clip dran. Aber wir haben heute ein bisschen länger ausgepackt, wieder für 2 Tage. Also es ist alles chillig. Ihr müsst übrigens mal, wenn ihr wollt, das würde mich sehr freuen, in den Kommentaren schreiben, ob ihr wirklich überhaupt so einen Clip hinten dran wollt. Ich meine ganz ehrlich, ich finde es cool, dann mal so einen kleinen Vlog ranzuhängen oder notfalls auch so ein kleines Gameplay. Aber es ist leider zeittechnisch momentan wirklich so schlecht regelbar, zumindest jetzt die kommende Woche noch, dass es eher so ist, dass nicht die Ausnahme bildet, ja, kein Video dran, sondern die Ausnahme bildet, ja, ein Video dran. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Also, liebe Leute, und du auch. Bis morgen.